Der Fußball im Ländlebum ist so stark wie schon lange nicht mehr. Mit dem SCR Altach und Austria Lustenau spielen zwei Clubs in der ersten Bundesliga, zwei weitere, der FC Dornbirn und Schwarz-Weiß Bregenz in Liga 2. Gemeinsames Ziel des Landes, des Vorarlberger Fußballverbandes und der Profiklubs ist es nun, den heimischen Talenten die besten Voraussetzungen zu schaffen, damit für möglichst viele der Traum von einer Fußballkarriere auf höchstem Niveau in Erfüllung gehen kann. Nach 2 Jahren intensiver Gespräche und Verhandlungen ist es nun soweit. Was lange währt, wird endlich gut, wie auch Sportlandesrätin Martina Rüscher weiß. So ist es. Wir haben jetzt quasi dieses Arbeitspaket an den Verband und an die Spitzensportmannschaften übergeben. Sie beginnen jetzt mit ihrer Arbeit. Es ist für uns ein Start, ein Auftakt. Das heißt, das Land gibt den Rahmen vor. Die Experten und Expertinnen im Fußball entscheiden jetzt, wie sie das anwenden, wie die Gremien aussehen. Wichtig ist, dass die jungen Talente in Vorarlberg erstens motiviert werden, einzusteigen, sich zu bewegen, dass wir dann die sehr guten Talente erkennen und sie wirklich bis zu ihrem Weg an die Spitze, egal ob es ein Mitspielen in der Zweitligamannschaft ist oder in der Erstligamannschaft oder irgendwann vielleicht sogar im Nationalteam, dass wir beste Bedingungen in Vorarlberg herstellen und das eben miteinander und nicht gegeneinander. Das ist unser Ziel. Der Startschuss ist also erfolgt. Die Perspektiven für eine noch gezieltere Nachwuchsarbeit sind also gegeben. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und ran an die Arbeit, wie auch VfV-Präsident Horst Lumper bestätigt. Ja, der Verband muss natürlich auch mehr beitragen, das ist klar. Es reicht, um eine tolle Arbeit zu machen, aber im Vergleich zu den anderen Akademien sind wir immer noch in dem hinteren Drittel, das wissen wir. Aber wir machen eine gute Arbeit und deshalb können wir auch mit den Besten mitspielen. Und das Ziel ist, möglichst viele sehr gute Spieler zu entwickeln, die dann bei unseren Vereinen auch spielen. Dass dazu aber auch die Mitarbeit der Profiklubs vonnöten ist, ist klar. Im Spitzenfußball an einem Strang zu ziehen, ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes, wie auch SCRA-Vizepräsident Werner Gunz bestätigt. Ja, ich glaube, dass einfach die Akademie jetzt finanziell besser ausgestattet ist durch diese 4 Bundesliga-Vereine, durch das Land, durch den Fußballverband. Dadurch haben die einfach bessere Rahmenbedingungen finanzieller Natur. Den Nachwuchskickern winkt also die Perspektive, den Sprung in die heimischen Bundesligamannschaften zu schaffen.